Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Beim letzten Mal haben wir uns überlegt, wie wir hier jetzt unauffällig reinkommen. Und jetzt gucken wir weiter. Es müsste doch möglich sein, vielleicht diese Wachen sogar einfach zu umgehen. Aha. Ja. Einfach von hinten an die beiden anschleiche. So. Dann nehme ich mir den vor. So. Jetzt sind die beiden da verdutzt. Was ein Pech, da bin ich gar nicht drin. So kann ich vielleicht den da guten Tag sagen. Nein. Das heißt, ich muss warten, bis der Dude sich wieder wegdreht und dann kann ich hier mal schnell das Versteck wechseln. Ich glaube, hier ist auch gar nicht der Sinn, dass ich die möglichst alle umbringe. Ich warte jetzt einfach, bis die wieder gehen. Sobald die wechseln, verziehe ich mich in das Gebüsch. Dann bringe ich jetzt noch den Dude hier um. Dann ist auch schon Abflug angesagt. So. Okay, da oben steht wahrscheinlich ein Scharfschütze. Hier ist erstmal nichts. Ja, der guckt. Weil er das nicht mitbekommen hat. Der Typ muss ja taubstumm sein. Okay. So.
Wir gucken uns mal hier kurz auf dem Minimap um. Was sehen wir denn hier? Eigentlich nichts. Da sind ganz viele Menschen. Denen wollen wir aus dem Weg gehen. Da ist zumindest mal einer davon. Nein, ist dann irgendwo der andere. Wach auf, Mann! Du kannst schlafen, wenn du tot bist. Okay, das wurde aus irgendeinem Grund nicht bemerkt. Ich bezweifle aber, dass ich nochmal so viel Glück hätte. Okay, das war jetzt etwas unglücklich. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König, nicht unser Land. Die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? Essen mager die Heuer klein und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glückshirter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit, Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde Ersteres wählen, wo die einzige Gefahr für uns Piraten die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind? Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaft mit so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Ja! Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Oh, Mann, meine Beharrlichkeit schmeichelt mir. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie.
Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Sind wir jetzt wieder in Barbstergo? Sah gerade ein bisschen so aus. Nee. Sind wir nicht. Schon komisch. Beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo, nicht? Doch wenn's pressiert, folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht, als gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Dass die Menschen Schafe sind. Dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du traust. Wir müssen darauf, wenn wir diese Maya-Stele einsammeln wollen. Schauen wir mal. Oder es geht halt einfach hier rein. Und es gibt hier einen Aussichtspunkt, so wie es aussieht. Und ausgesetzte Piraten, um die kümmern wir uns mal als allererstes. Endlich. Es ist endlich vorbei. Danke, danke. Hier geht's hoch, anscheinend. Ja. Jetzt sind wir auf einem geschmuckten Plateau. Dann gibt's hier noch eine Truhe. Bevor wir zur Hauptmission gehen, will ich erstmal kurz Aussichtspunkt einnehmen und so Gedönse. Einfach nur, was man hat, hat man. Nein, boah. Oh, boah. Das ging zum Glück nur ins Wasser. Aber wo zum Henker ist da der Aussichtspunkt? Ich muss gerade echt überlegen. Okay, dann versuche ich gleich noch mit Augen aufmachen. Normalerweise hilft das.
Was passiert denn, wenn ich hier raufkletter? Okay, da geht's. Rüber zu der Maya-Stele. Okay. Wo soll denn jetzt der... Nein! Autsch. Egal, dann lassen wir das halt mit dem Aussichtspunkt, dann holen wir uns jetzt halt erstmal diesen Schatz. Habe ich wahrscheinlich eh nur begrenzt Zeit für irgendwie. Hi, noch ein Schlüsselstein. Eigentlich werde ich noch versuchen, mir diesen Aussichtspunkt zu holen, aber andererseits... Ach komm, egal. Einfach auf die Jackdorn weiter. Ah, Flaschenpost. Meine Lehrjahre, okay. Als ich 14 Jahre alt war, dachte mein Vater, ich sollte besser bald Fertigkeiten und einen Beruf erlernen, die zu meinen Gemütszuständen passten, und er gab mich bei dem Tischlermeister Jonathan Davenport in Boston in die Lehre. Meister Davenport hatte damals viele Sklaven und zwar weitere weise Gehilfen. Der eine war eigentlich Maurer von Beruf, der andere Schreiner, und beide waren nicht besonders gescheit. Doch da er in mir einen gewissen Funken von Intelligenz erkannte, war Meister Davenport sehr erpicht daraus, aus mir einen Tischler zu machen, und ich stimmte bereitwillig zu. Der Posten brachte mir 2 Pfund im Jahr und eine große Befriedigung. Die Arbeit eines Tischlers erfordert eine feine und ruhige Hand und ein großes Geschick für Verzierungen. Beides Qualitäten, von denen Meister Davenport mir sagte, ich besäße sie im Überfluss. Und so verließ ich meinen Meister mit großem Stolz bereits nach 5 statt der üblichen 7 Jahre Lehrzeit. Mit 19 Jahren brach ich auf, um mein Glück zu suchen, nun selbst ein Mann und Meister meines Fachs. Mein Meister war nicht traurig, mich gehen zu lassen, aber wünschte mir viel Glück und wusste insgeheim, dass ich das größte Talent war, welches er hier ausgebildet hatte. Denn du besitzt so etwas wie ein natürliches Genie, mein Junge, eine Weisheit, die deine Lehrjahre weit übertrifft. Und so packte ich meinen Beutel mit all meinen weltlichen Besitztümern, wünschte meiner Mutter und meinem Vater liebevoll, und ging an Bord einer Handelsbrücke auf dem Weg nach Jamaika in der Karibik, wo gute Tischler dringend gesucht wurden.
Ja, wir kriegen die Story von diesem Kollegen etwas durcheinander, wie mir scheint. So, wir wollen hier mal hin. Wir halten den Wind so gut sie es kann. Frage ist, wie kommen wir da jetzt hin? Ja, hier geht's gut raus. Alles setzen und Schaff zum Wind ausrichten. Top, Rahm und Maßsegel. Seid ruhig, Männer. So, danke. Also, das Gesinge geht mir echt auf den Keks. Und jetzt hier einfach mit einem Affenzahn raus. Alter, ist das ein Nebel. Boah. Langsam, ich habe keinen Bock, Bekanntschaft mit dieser Klippe zu machen. Jetzt aber wieder Vollgas. So, und weiter geht's. Vollgas in Richtung Hauptmission. Ich würde aber sagen, wir machen dann an dieser Stelle mal Partende. Im nächsten Mal geht's dann Richtung Hauptmission. Bis dahin, ciao! I'm not going to be able to do that.